So, also wenn das dann später auch so ist im Hauptspiel, in der Demo, dass man jedes Mal quasi rausfliegt, dann ist das ja richtig kacke. So, ich denke, ich kann ja auch zielen. Mit Maus 4, nö. Skar. Dass sie Summer in einen Hinterhalt gelockt haben? Würde ich nicht ausschließen. Er muss in der Nähe sein. Aber er könnte verletzt sein oder noch schlimmer. Du musst ihn finden. Schnell. Ja, wohin? Summer ist nicht in dem abgestürzten Anzug. Er muss ihn aus irgendeinem Grund abgelegt haben. Hallo, Freelancer? Bist du das? Summer? Matthias? Ja, ich bin's, dreckiger Scar. Ich wusste, dass ich keine Chance gegen die hab, und dann habe ich die Felsspalte entdeckt. Und mit dem Javelin hast du da nicht reingepasst. Warte mal, ich glaube, diese Passage führt zu der Ruine, nach der ich gesucht habe. Ich werde ihr weiter folgen. Bleib, wo du bist. Ich komme schon klar, und ich bin ja auch schon hier. Es wird noch einen anderen Eingang geben. Wir sehen uns drin. Er ist irgendwo unterirdisch gefangen. Wie geht's Matty? Keins seiner lebenswichtigen Organe hat sich bisher verflüssigt. Lebenswichtige Organe? Was ist mit den nicht lebenswichtigen Organen? Bring einfach die Mannigfalt und Sander so schnell wie möglich zurück. Ich glaube, die warten hier auch schon. Was ist das? Ich empfange ungewöhnliche Energie. Ist da unten etwas? Keine Ahnung, aber Shamna hat die Mannigfalt dabei. Und er kam schließlich mit einer bestimmten Absicht her. Lanzer, bist du da? Ich komme. Ich hab gefunden, wonach ich suche. Ja. Die Resonanz dieses Orts ist genau das, was ich brauche. Bin gefriest.
noch mehr über die Mannigfalt erfahren, wenn wir sie zu einer anderen Ruine bringen. Andere Ruine, andere Energien. Er hatte recht. Aber wir wussten, dass wir einen Javelin brauchen würden, um hierher zu gelangen. Und keiner der beiden hatte den Mumm, ein auszuleihen. Du meinst, steh! Ja, was auch immer. Jemand mit echten Taten reinkommen, um... Oh Mist. Sumner, was ist los? Ui. Gerade durch. An diesem Ort ist etwas Unerwartetes. Ich muss sie eindämmen, aber ich brauche Zeit. Ein Titan. Nein, mehr als ein Titan. Drei Titanen. Moment mal. Drei? Dieses verdammte Mannigfalt schon wieder. Überlass das mir und bring das Relikt in Ordnung. Ja, wir sollten uns vielleicht mal um einen erstmal kümmern, oder? Irgendwie Energie. Okay. Komm her, ich lieg hier.
was halten. Expedition abgeschlossen. So, noch ein paar neue Sachen. So, Versuch Nummer 3. Meine Philosophie ist ganz einfach. Was nicht grillen kann, so. Will ich einfach mal hier an der Stelle kurz warten, oder? Meine Zähne klingeln. Ja, es läuft. Die Luft riecht violett. Der Realitätsverlust nimmt zu. Er verfällt. Wie kann ich helfen? Schon gut. Ich akzeptiere es. Es geht hier nicht nur um dich. Wir sterben alle, wenn wir nichts unternehmen. Wir können nichts tun. Wir wissen nicht was. Vielleicht sollte ja alles so kommen. Lassen wir es einfach laufen. Laufen lassen. Ja, das ist es. Du bist ein Genie. Hol die Mannigfalt. Der Freelancer hat sie aus ihrem Gehäuse entfernt, als sie den Soldaten geteilt hatte und nach unserer Teilung... Hast du die Verbindung getrennt? Aus Furcht? Aus Mut? Worauf willst du hinaus? Die Mannigfalt braucht mehr Zeit. Sie muss ihren Zyklus vollenden. Sie muss beenden, was sie begonnen hat. Die Realität muss sich setzen. Aber das bedeutet wohl, dass wir drei... endgültig. Wäre das schlimm? Nein, spannend. Also, riskieren wir es. Aber klar. Okay. Es kann losgehen. Aktivier sie. Ach, richtig. Sie hat ihren Zyklus vollendet. Das ist gut, oder? Was für ein Rausch! Es funktioniert! Es funktioniert! Nichts wird sich verflüssigen? Man wird sehen. Jetzt können wir Herlock bei dem Schild helfen. Wirklich? Ja, speziell mit Samnas Daten.
Heißt das, Matthias wird nie wieder zu einem Ganzen werden? Wir sind ein Ganzes. Denn, weißt du, ich muss dir sagen, das war Mut vorher. Wir drei Teile des Ganzen waren, aber das Ganze selbst wird besser. Und wisst ihr, doch, also, wo sind wir als Ganzes? Furcht, das sollten wir alle erleben. Ich will sagen, dass ich kein Schlafen habe. Vielen Dank fürs Spielen. Du hast Mission abgeschlossen. Okay. Hallo, ich heiße Amal und bin dein Barkeeper, Freelancer. Freut mich, dich kennenzulernen. Hast du meine Stimme erkannt, als ich Freelancer sagte? Hätte ich das tun sollen? Nun, ich habe in der ersten Staffel von Wacht der Dämmerung mitgespielt, also dachte ich, es wäre möglich. Wirklich? Wie hieß dein Charakter? Sentinel 2. Sentinel 1 öffnete das Tor, aber ich war immer an seiner Seite. Nur in der ersten Staffel? Ja, in der vorletzten Folge der ersten Staffel wurde ich von einem Scorpedon getötet. Was für ein Pech. Ja, aber so ist das Leben, stimmt's? Man muss was einstecken können, wenn man Schauspieler sein will. Wer weiß, vielleicht bekommst du ja noch eine Chance. Wahrscheinlich hast du recht. Ich glaube, Wacht der Dämmerung wusste nicht, was sie an mir hatten. Hey, du bist ziemlich clever. Ich könnte deinen Rat gebrauchen. Okay. Es gibt diese Lady, die in die Bar kommt und ich glaube, sie fühlt sich zu mir hingezogen. Wie kommst du darauf? Sie sagte, und ich zitiere, ich fühle mich echt gewaltig zu dir hingezogen. Und wo liegt das Problem? Erstens, sie ist verheiratet. Zweitens, mit einem aufbrausenden Lancer. Und drittens, ich kann einfach nicht Nein sagen. Was meinst du, wie ich damit umgehen sollte? Du musst ganz deutlich Nein, danke sagen und standhaft bleiben. Ja, das hat Hand und Fuß. Ich hasse es, nur Leute zu enttäuschen, weißt du? Einfach nur professionell bleiben. Wenn sie nicht aufgibt, bitte deinen Boss um Hilfe. Gute Idee. Max weiß, wie man mit sowas umgeht. Das weiß sie auf jeden Fall. Du bist sehr weise. Das werde ich dir nicht vergessen. Wenn ich mal in der Klemme stecke, weiß ich, an wen ich mich wenden muss. Super. Freelancer, wie ich höre, ist Matthias, die Matthias, in Sicherheit. Vorerst jedenfalls. Wunderbar. Matthias kann schwierig sein, aber ich kann mir den Orden der Arkanisten nicht ohne ihn vorstellen. Klingt, als würde da eine Geschichte hinterstecken. Als wir uns das erste Mal begegnet sind, hast du ihn diesen Arsch genannt. Echt? Nein, habe ich wahrscheinlich. Klingt ganz nach mir. Das ist eine berufliche Rivalität. Und er hat mein Auraskop ausgeliehen und mir nie zurückgegeben. Es gab sicher einen guten Grund dafür. Er hatte einfach vergessen, dass er es hat. Dann hat er es verloren und, naja. Matthias konzentriert sich vollständig auf seine Forschungsarbeit. Deswegen vergisst er andere Sachen und Personen. Das macht ihn zu einem großartigen Arkanisten. Aber einem schrecklichen Freund. Oder Partner. Moment, ihr zwei? Nur sehr kurz. Wir haben sehr früh gemerkt, dass es zu nichts führt. Matthias' erste und einzige Liebe ist seine Arbeit. Was man von mir vermutlich auch sagen könnte. Niemand wird Arkanist, um es dann nur halbherzig zu machen. Man muss alles geben. Ja. Weißt du, er ist jetzt drei Personen. Du könntest dir den aussuchen, der dir am besten gefällt. Nein, fang gar nicht erst mit so einem Unsinn an. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Nein. Nicht das geringste Interesse? Ach, hau ab. Klar, klar. Pass auf dich auf, Aruna.
Also. Okay. So, dann machen wir an dieser Stelle einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder, weil wir spielen jetzt gleich im Koop. Bis gleich.